bei der heißen Jahreszeit trotzdem gesund und fit sein. Also gesund und fit im Sommer. Vor allem gesund mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr. Denn die erhöhte Wasseraufnahme bei heißem Wetter ist sehr wichtig, um die Hydrierung zu vermeiden und einen Elektrolytausgleich für eine optimale Flüssigkeitszufuhr zu erhalten. Denn durch ständiges Schwitzen beispielsweise benötigt der Körper einfach mehr Wasser, um ein Elektrolytgleichgewicht hat und einfach hydriert zu bleiben. Und die Ernährung im Sommer kann eine Vielzahl von Obst eingebaut werden, denn viele Früchte sind saisonal oder regional zu erhalten, wodurch diese man einfach gut in die Ernährung einbauen kann und verschiedene Rezepte mit Obst machen kann. Also es gibt eine Möglichkeit, also so viele Möglichkeiten, Obst einzubauen, was sehr schön im Sommer ist. Und Gemüse kann man kalt oder warm genießen, um ausreichend Vitamine im Sommer aufzunehmen. Und Lebensmittel, welche reich an Antioxidantien sind, um auch beispielsweise der durch die Sonneneinstrahlung verursachten oxidativen Stress einfach ein bisschen entgegenwirken zu können und die Aufrechterhaltung des Energieniveaus bei der körperlichen Aktivität. Das heißt, daher ist eine ausgewogene Ernährung natürlich auch im Sommer sehr wichtig. Und häufig kommt es dazu, dass eben durch die Hitze man weniger Hunger beispielsweise hat, aber daher sollte man nicht nur auf einen kleinen Snack, sondern einfach auf etwas Gesundes mit vielen Nährstoffen zurückgreifen. Und viele warme Lebensmittel können auch kalt genossen werden, was vielleicht im Sommer teilweise angenehmer ist. Und dann ist noch natürlich die Sonnensicherheit und der Hautschutz ein sehr wichtiger Punkt, auch im Winter, aber auch besonders jetzt im Sommer. Und zwar Sonnenschutzmittel vor dem Rausgehen sollten aufgetragen werden, mindestens mit Lichtschutzfaktor 30, aber besser ist Lichtschutzfaktor 50. Im Gesicht und Hals sollte täglich Sonnenschutz aufgetragen werden, also einfach in den Bereichen, wo immer in der Sonne sind. Und auch sollte sich immer nachgecremt werden. Also nicht nur in der Früh eincremen und dann den ganzen Tag nicht mehr, sondern es muss regelmäßig nachgecremt werden. Außerdem sollte direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden, um das Hautkrebsrisiko zu minimieren. Und wie bleibt man fit im Sommer? Eine Möglichkeit ist es, sich zum Beispiel im Freien zu bewegen. Und man hat vielleicht eine gesteigerte Motivation und auch Wohlbefinden durch die Berührung der Natur. Denn ich kann verstehen, also man hat häufig keine so hohe Motivation, im Sommer ins Fitnessstudio zu gehen, weil es schön draußen ist, man geht lieber an den See. Aber man kann auch eine schöne Aktivität mit Sport draußen einfach verbinden oder im See im Schatten eine halbe Stunde ein Workout machen beispielsweise oder sich mit Freunden für körperliche Freizeitaktivitäten verabreden. Und allgemein verbessert eben Sport die kardiovaskuläre Gesundheit und auch die körperliche Fitness. Und man sollte kühlere Tageszeiten auswählen, damit es nicht zu heiß ist, also eher früher am Morgen oder später am Abend. Es sollte auf das Körpergefühl gehört werden und über Anstrengungen bei extremer Hitze zu vermeiden, denn natürlich kann sich die Hitze negativ auf den Körper auswirken. Und daher sollte man auf den Körper unbedingt hören, über Anstrengungen zu vermeiden, Ruhepausen für den Körper einbauen. Da dazu auch noch nicht in der braunen Sonne natürlich Sport machen, denn man kann schnell einen Hitzschlag auch bekommen. Genau. Und es ist auch wichtig, auf einen qualitativ hochwertigen Schlaf zu achten, um den Muskeln genügend Regeneration zu gewährleisten und auch Entspannungstechniken zu integrieren, wie Meditation oder Atemtechniken. Das kann auch im Schatten draußen gut ausgeführt werden. Und Beschäftigungen und Sportarten werden den Stress aber fördern und den Ausgleich zwischen körperlichem und geistigem Wohlbefinden fördern. Natürlich einfach, dass man sich auch im Sommer wohl und fit fühlt und einfach sich an die Temperatur und die Jahreszeit und die Aktivitäten anpassen kann.